zwei? Worüber schwatzt ihr hier? Also, wenn es euch nichts ausmacht, dann kommt mir mit. Die Kisten kann ich nämlich nicht alleine schleppen. Lea, sie kann nicht kochen. Das hat dich überzeugt? Nein, eigentlich hatte ich gar nichts dagegen, dass sie einzieht. Ich wollte bloß mal sehen, was du so vorbringen würdest, um Sonja hier zu behalten. Hey, ich will nichts von der! Erzähl das dem Papst. Mensch, Basti, das ist vielleicht lecker. Danke. Oh Mann, Leonardo schlingt ja alles in sich rein, als ob der noch nie in seinem Leben mit ein paar zivilisierten Menschen an einem Tisch gesessen hätte. So ein Ekel. Ob der wirklich aus so einer noblen Familie stammt? Seine Mutter hat sich wohl mit anderen vergnügt und das ist dabei rausgekommen. Das macht er doch nicht wirklich. Der hat doch nicht vor, die Kartoffeln mit seinen Händen da rauszunehmen. Was glotzen die denn so? Warum werde ich denn so gemustert? Ah, verstehe, es sind ja nur noch ein paar da. Der tut die doch nicht tatsächlich wieder zurück. Oh nein, jetzt hat er seine Hände auch noch an den anderen gehabt. Du hast gut gespielt. Ja, freut mich zu hören. Okay. Und wer macht jetzt den Abwasch? Scheinbar haben wir alle absolut keinen Bock. Sehe ich das richtig? Kann man wohl sagen. Oh. Ja, aber von alleine räumt sich das Geschirr auch nicht weg. Also, hat wer einen Vorschlag? Ja, vielleicht können wir es einfach alle zusammen machen. Ja, dann fang mal an. Ja, nee, also, dass ich nicht dabei bin, ist ja wohl klar. Immerhin habe ich schon gekocht. Naja, ich habe die Zutaten eingekauft und sie hier hochgeschleppt. Mist, ich habe nur voll rumgesessen. Ich darf mir nichts anmerken lassen. Ich hatte die Nummer mit dem Tragen gezogen. So schwer waren die Sachen ja gar nicht. Naja, also, wenn Sonja mir hilft, dann wird mir sogar das Abwaschen Spaß machen. Mann, Jennifer, warum hast du das Thema angesprochen? Wäre ich doch bloß aufgestanden und hätte gesagt, dass ich aufs Klo muss. Verdammt, sie schauen mich alle an. Ich muss mir was einfallen lassen. Ich hasse diese Stille. Jetzt muss ich wirklich aufs Klo. Okay, was machen wir jetzt? Also, ich muss mal aufs Klo. Ja, Leonardo, wir müssen alle aufs Klo. Wer zuerst aufsteht, macht den Abwasch. So eine Kinderkammer. Ich gerne rauchen. Thank you.
Ich weiß nicht, was das ist. Nein, verdammt, da ist wirklich was. Scheiße. Also, ich habe das Gefühl, da will sich irgendjemand vom Stühlen drücken. Wie kommt der denn her? Der ist doch überhaupt nicht tot. Ja, was ist denn jetzt? Der ist nicht tot. Wir müssen einen Krankenwagen rufen. Ich glaube nicht, dass wir einen Krankenwagen brauchen. Der ist einfach nur bitter zugedröhnt. Was sagt er? Ich glaube, er spricht Aramäisch. Haha. Der ist noch voll jung. Ja, sieht übel aus. Der ist bestimmt verletzt, also vielleicht hat er einen Unfall. Ja, bei dem, was er getrunken hat. Warum muss er denn ausgerechnet in meinem Garten liegen und nicht in irgendeinem Straßengraben oder sowas? Ist er geflüchtet? Oder jemand hat ihn bedroht? Oder wollte ihn umbringen? Vielleicht sollten wir doch einen Krankenwagen holen. Du musst ihn auf die Seite rollen, sonst erstickt er. Roll du ihn doch auf die Seite. Auf jeden Fall müssen wir ihn reinbringen. Hier draußen holt er sich noch den Tod. Igitt! Der ist klitschnass. Ich werde jetzt mal einen Lappen holen. Einen Lappen? Wozu denn jetzt einen Lappen? Fass lieber mit an. Scheiße. Das bringt doch nichts. Er kann doch nicht mal aufstehen. Dann müssen wir ihn eben tragen. Na los, bringen wir ihn rein. Sieht aber nicht sehr gesund aus. Hast du eine bessere Idee?